Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. So, der erste Schockmoment ist verwunden. Ich habe hier nämlich noch einen neuen Mod mit reingenommen. Und zwar die Weberei. Und ich wollte hier eigentlich Preise eintragen. Das habe ich gerade probiert in der... lass mich kurz nachgucken. In der Vehicles.xml. Und ja, da wollte ich bei dem Edeka und bei der Spinnerei eben die Stoffbahnen hinzufügen. Und dann hatte ich plötzlich keine Fahrzeuge mehr. Hatte irgendwie alles durch verspult. Das Problem haben wir jetzt gelöst, so dass wir jetzt wenigstens wieder Fahrzeuge haben. Und deshalb bin ich jetzt im Moment erstmal glücklich. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen um die ganzen Fahrzeuge kümmern, dass die an ihren richtigen Ort kommen. Da ich nach der letzten Folge noch ein bisschen hin und her gefahren bin, glaube ich. Und alles durcheinander ist. Deshalb räumen wir jetzt mal kurz auf. Ich bin leider noch nicht ganz gesund, werde aber heute trotzdem arbeiten müssen. Oder arbeiten gehen, weil die Arbeit macht sich nicht von alleine. Deshalb entschuldigt, wenn ich ab und zu husten muss. So, und dich schicken wir jetzt. Ich habe hier auch ein bisschen Ordnerstruktur mal erschaffen. Zum Sägewerk. Dann machen wir dich aber ein bisschen langsamer. Abfahrer einstellen und tschüssi. So, dann sind wir hier. Den lassen wir auch mal. Nee, Quatsch. Hier, dann haben wir hier unter Schafe, haben wir hier schon den Juno. Der darf einmal eine Runde fahren. Ach, Quatsch. Am Ende soll er anhalten. Darum ging es mir. Gut, was haben wir noch? Die Wollpalette braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ich hoffe, dass ich dann... Muss mich mal kurz ein bisschen beschleunigen. Dann bitte. Ich sehe immer noch nichts. 188 Schafe haben wir wenigstens. Wir haben hier auf jeden Fall eine fast volle Palette. Und da hinten zwei volle. Weil wir müssen ja dann auch gucken, dass wir relativ bald uns die Weberei kaufen. Manchmal schafft das hier rum, der Juno. Und manchmal hat er keine Lust, habe ich das Gefühl. Dass wir uns eben die Weberei kaufen. Oh Gott. Wenn hier 200.000 Kompost. Ist das sehr gut. Dass wir uns eben die Weberei kaufen und ich bis dahin auf jeden Fall alles drin habe. Hier die Mehlproduktion steht still. Klar, wir haben keinen Gäste. Der darf warten. Hier haben wir was. Da müssen wir gerade mal gucken. Stimmt, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich stelle das... Das Fass können wir nicht da lassen. Wir haben hier den Kompost.
gut er dahin fährt. Wir haben hier den Kompost und wir haben glaube ich keine Paletten mehr, oder? Wenn wir die Deichsel springen. Doch 17%. Das ist nicht viel, aber es reicht im Moment. Hier könnten wir eigentlich, glaube ich, auch starten. Aber wir haben keinen Kompost mehr. Guck mal, ob hier überhaupt Wasser drin ist. Haue hier mal ein bisschen Wasser rein. Das Gewächshaus, ganze Gewächshauszeug, das wird ein riesen Ausmaß annehmen. Ah, hier, Palette ist voll. Das wird ein riesen Ausmaß annehmen, aber wir müssen halt bedenken, dass das dann ein Endprodukt ist. Das heißt, damit können wir dann wirklich mal Gewinn erzielen. Nächste Palette voll, weg damit. Und da wir uns die Weberei kaufen müssen, wird die Weberei auch hier in der Nähe platziert. So habe ich mir das gedacht. Sauber. Die werden wir da hinten auf dem Grasfeld platzieren. Da sollte das ausreichend sein. Schön abstellen hier. Und dann können wir da mal richtig Zeug produzieren. So, warum bin ich jetzt nicht mehr bei meinem... Ah, hier. Okay. Dass das laggt manchmal, das nervt. Ich weiß vor allem nicht genau, woran das liegt. So. Dann machen wir da vorne noch ein bisschen Wasser rein. Jetzt bin ich auch ganz schön froh, dass wir hier die ganzen Bäume entfernt haben. Nämlich so viel einfacher. Bin jetzt nur noch am überlegen, ob wir hier... Moment, die Palette da oben, die können wir mal runternehmen. Es wird zu viel Anzeigen hier offen. Einfach reingeschoben. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir hier ein Wasserfass hinstelle oder ob wir das Wasser, einen Wassertrigger hinstellen oder ob wir das Wasser immer holen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht könnt ihr mal da in die Kommentare schreiben, was ihr als sinnvoll empfindet. Ob ich mir hier einen Wassertrigger hinstellen soll oder ob wir die Versorgung anders machen sollen. Natürlich, wenn wir uns hier einen Wassertrigger hinstellen, müssen wir jedes Mal für Wasser bezahlen. Es gibt allerdings auch kostenlose Wasserpunkte. Da könnten wir wahrscheinlich schon einiges an Kosten sparen, weil wir müssen hier viel Wasser uns holen. So, Gewächs zum Kompost. Und
Ja, fahr dich halt gleich wieder fest. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ja, wir haben hier einen Schlauch liegen. Wir können da einfach eine Wasserversorgung hinführen lassen. Warum hängt es bei mir so? Leute, warum hängt LS? Habt ihr da eine Idee? Habe ich zu viele Maschinen? Kann ich mir nicht vorstellen. Oben hängt auch noch Wollpalette voll, aber die Wollpalette ist schon längst weg. Irgendein Mod wird wahrscheinlich hier ein bisschen Probleme verursachen. So, jetzt gucken wir mal hier. Dann sind wir auch schon fast wieder alle Bereiche durch. Oh, da haben wir Chaos. Zumindest ein bisschen. So, Licht aus. Wir könnten mal, warte mal, wir könnten mal gucken. Gewächshäuser, was wir da noch an Paletten brauchen. Also auf jeden Fall Kartonage. Leerkarton, Moment, Paletten. Leerpaletten ist voll. Hier aber nicht. Leerpaletten haben wir nur zwei Stück drin. Cardboard Pellets brauchen wir auch. Das heißt die weißen Kartons. Leerpaletten voll. Die weißen Paletten fast voll. Leerpaletten gar keine. Hier sieht's auch mau aus. Karton. Leerpaletten. Also, und dann werden wir nämlich mal ein bisschen laden. Aber vielleicht nicht mit dem. Da laden wir lieber mit dem LKW. Geht schneller. So, davon brauchen wir auf jeden Fall was. Da müssen wir den Traktor abkoppeln. Ich habe inzwischen auch die Flutlichter hier mit reingenommen. Das heißt, im Dunkeln können wir dann im Sägewerk uns Licht machen. Ah, warte. Wir haben was ganz vergessen bei dem Kurzeinfahren. Und das ist ganz einfach. Wir haben hier nämlich einen Trigger, der unseren Kompost rausnimmt. Wir müssen gar nicht selbst aufladen. Da. So ist es doch viel einfacher. Ach, da gehen nur 18.000 Liter rein. So,
Wir sperren, glaube ich, mal kurz die Straße hier. Seht ihr, und das ist mein Problem. Es gibt freie Wassertrinker und eben welche, die kosten Geld. Und eigentlich würde ich gerne die freien nehmen. Und daher werden wir... Haben wir nicht sogar ein großes Fass? Ja, haben wir doch eins. Wie viel Kapazität hat denn das? Dann werden wir mal bis zur nächsten Folge den Wassertrigger oben befüllen. Hallo? Das gibt's doch nicht. Hier. 40.000 Liter, ja, das ist doch mal ordentlich. Das gibt's nicht, hier leckt's ohne Ende. Vielleicht liegt es auch an den Paletten, ich weiß es nicht. So, ich werde jetzt einen halben Trailer so, mit den blauen Paletten laden. Dann werde ich... Warte. Laden wir hier noch normale Paletten auf. Ist sowieso ein Chaos geworden hier. Sehr gut. Dann haben wir 1,5 Trailer Normalpaletten. Wenn was zu viel ist, können wir einfach oben lassen. Brauchen wir ja nicht, wieder mit runterzunehmen. Ich stell die mal raus, weil es wird ein bisschen eng hier drin. Gut, und dann holen wir uns noch einen Trailer voll mit den hellen Paletten. Und dann müsste die Chose alles passen. Oh, die hellen, die stehen vorne, da können wir einmal durchfahren. Ich wollte eigentlich die hier noch wegnehmen, aber das ist egal, ist egal. Da vorne haben wir ja von denen noch welche. Sehr gut. Dann können die zwei sich hier nämlich, der Valtra und der LKW, auf den Weg machen. Zum Gewächshaus. Also zu den Gewächshäusern. Ich habe gerade darauf gewartet, dass die Schranke aufgeht, aber irgendwie wollte die nicht. Und hier ist, glaube ich, auch überall noch genügend Platz, also so, dass wir auch die Zeit haben, die Paletten mal wegzufahren.
Warte mal, lass mich mal gerade gucken. Da hinten steht noch ein Trailer. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob der leer ist, weil Paletten können wir immer gebrauchen. Oder ihn zumindest mal anwerfen, dass er hier weiter aufsammelt. So. Nur den Auflademodus aktiviert. Also wir werden auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, werde ich Wasser hochkarren zum Gewächshaus und es dort in den Teich lagern. So, einmal Follow Me. 35 Meter, ganz schön lang. Und der hier fährt von der Sägemühle, vom Sägewerk, hallo, folgt der? Ja, jetzt kommt er. Sägewerk zum Händler erstmal. Mit 30 km/h sollte er sich auch nicht verfahren. Dann können wir mal gucken, was wir hier noch so rumstehen haben. Warum steht da immer noch Wollpalette voll? Ich hab die doch weggebracht. Oder denke ich da falsch? Nee, die ist doch weg. Ich spüre mal gerade ein bisschen. Ich vermute, dass... Na jetzt. Hat mich ein bisschen irritiert. So, Nein, Quatsch. Hat er sich gleich aufgehängt? Das gibt's nicht. Manchmal... Ich glaube, ich stelle mir selber einen Abfahrer ein. Weil dem kann ich sagen, wie schnell er fahren darf. So. Und dann versorgen wir nochmal den hier. Schicken den gleich hoch wieder zum Gewächshäusern. Schon ein gutes Gespann hier. Kompost, Gewächs. Ist schon wieder, Alter. Dieser Traktor. Das ist eine Krankheit. Ich weiß gar nicht, was der immer macht. Den werden wir wohl relativ bald austauschen. Sägewerkhändler. Kann sie nicht einfach mal geradeaus fahren?
fängt er schon wieder Schlingern an. Okay, diesmal hat er sich gut gefangen. Phoenix hat auch Probleme, das ist aber bekannt. Dass er hier nicht um die Ecke kommt. Da müsste ich wahrscheinlich auch den Kurs mal neu einfallen. Den können wir jetzt fahren lassen. Industriepark Kompost. Kommen Sie hier rum, mein Junge? Jawohl. Ah, was wir auch mal gucken könnten, ist nach Soja. Haben wir keinen Treibstoff mehr. Haben wir denn noch Treibstoff? Ich glaube, es ist noch was produziert worden. Oh ja, 10.000 Liter. Dann werden wir hier... Gülle haben wir auch, 33.000. Löschen. Wir brauchen, glaube ich, noch einen LKW. Wir haben hier jetzt noch ein, zwei Mods mit dazu genommen. Also zum einen haben wir hier den Fliegel PDW Pack. Das ist sehr nice, weil hier können wir eigentlich LKWs kaufen. Wir haben eine Ladefläche hinten. Das sieht schon recht gut aus. Dann haben wir hier noch MAN. Aber das ist Forst. Was haben wir denn noch? Hier. AR. Also, dass sie die Ladefläche tragen können. Von den Absetzrahmen. Ist auch recht nice. Und natürlich die normalen Absetzrahmen Pack. So. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist da genau das gleiche drin. Hat sich nur einer gedacht, da mache ich mal einen anderen Namen dafür. Unimog haben wir auch. Aber wir bräuchten eigentlich einen LKW mit normalen LKW. Warum gibt es hier einen gemotteten? Hauptform. 4x4, einen Kipper. So. Aber ich möchte natürlich auch nicht so viel Geld ausgeben im Moment. 9000 Liter? Für was? Oder haben wir noch mehr? Ja, 6x6. 8x8, auch ein Kipper. Der hier ist günstig, aber der ist zu günstig. Der hier hat nur 9000 Liter, das ist ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, wir brauchen einen normalen, der unsere Sachen ziehen kann. Ja, der befindet sich auf dem Feld, das ist aber auch diesmal richtig. So, wir werden jetzt hier noch ausladen, wir werden hier die Paletten auffüllen und das Wasser bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.